Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir machen uns mal auf den Weg, direkt müssen in dem System unser Carrier ist sicher endlich mal weitergeschickt. Aber mir wolle vom Carrier momentan nichts. Mir fliehe einfach mal. Ja, die Route ist geplant mit alle Sterne. Wir gucken mal, was man so entdecke. Es gibt was Neues bezüglich Elite Dangerous. Man glaubt es kaum, denn gerade eben vor ein paar Minuten, 20 Minuten, keine Ahnung, ist ein Stream von Frontier zu Ende gegangen. Also nicht Elite Dangerous spezifisch, sondern über Frontier, wo sie alles Mögliche neu angekündigt haben. Irgendwie neue Spiele bekommen, irgendwie so runde Taktik-Ding im Warhammer-Universum. Das Grafik hat ganz gut ausgesehen, also runde Taktik. Ja, prinzipiell interessant, nur ich bin halt in dem Warhammer so überhaupt nicht drin, da gehe ich überhaupt nicht aus. Und da gibt es ja auch schon 100.000 Spiele und irgendwie habe ich bisher auch kein Swim-Szenario gereizt. Insofern, dann scheint irgendwie Planet Zoo oder was es ist, irgend so ein Ding für Konsole zu kommen. Aber das interessiert euch ja alles nicht. Ja, weil ihr wisst, was es gibt, was es bei Elite gibt. Hier gibt es zum Beispiel 4 Sterne im System. Gut, hier gibt es sonst nichts weiter. Elite ist offenbar nicht tot, die arbeiten dran. Das Update 18, das kommt, das wird noch ein bisschen dauern. Sie wollte wahrscheinlich im nächsten, also dieses Frontier Stream Ding soll jetzt immer am Ende von einem Monat kommen. Also wieder Ende Februar ist nächste schon und da wird Update 18 wohl auch nochmal angesprochen. Also wird es wahrscheinlich erst frühestens im März oder so oder April kommen. Und in diesem Update wird es um die sogenannten Titans gehen, dass man die bekämpfen kann. Ich habe mal so gucken, was das ist. Das sind scheinbar Targoiden-Mutterschiffe. Okay, hier ist auch nichts los. Und scheinbar kann man gegen die noch nicht kämpfen. Und die sollte man halt mit Update 18 bekämpfen können. Genau. Ja, wieder Targoiden-Krams. Keine Ahnung, ich habe nie Titan gesehen. Die gibt es hier draußen nicht, Gott sei Dank. Also für Explorer reichlich unrelevant, sage ich einfach mal. Dann Update 19 soll es auch geben, irgendwann im Sommer. Und da wird scheinbar das Powerplay komplett überarbeitet. Das hört sich doch schon mal, also aus meiner Sicht, besser an. Okay, gut, also nicht, dass ich jetzt irgendwas am Powerplay gemacht hätte bisher. Aber es gibt ja einige Leute, die sich darum kümmere. Unter anderem natürlich die von der Spielerfraktion, die halt gucke, dass sie ihre Spielerfraktion ausbreite oder ihr Systeme behalte. Und da bin ich, auch wenn ich mit Powerplay wirklich überhaupt nichts am Hut habe, da bin ich doch mal interessiert, was das wird. Also, genau. U19 könnte eventuell, also Update 19 könnte eventuell interessant werden. Dann gibt es nach Update 19 noch in diesem Jahr ein komplett neues Feature. Punkt. Mehr haben sie sich noch nicht ausgelassen. Es kommt was Neues. Man weiß es nicht, aber es kommt was Neues und das ist schon mal gut. Aber was noch viel wichtiger ist, es gibt neue Schiffe. Oh ja. Und zwar ist Janiasch ins vorgestellt mit Bildern und so. Also ich glaube 2 Bilder war es oder so. Immer von hinten, immer von vorne. Eine Python MK2. Und die sah richtig schnittig aus, muss ich sagen. Also, ja, man erkennt, dass das von der Python-Bauerei ist. Aber so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen militärischer irgendwie. Auf jeden Fall, das Ding sah gut aus. Das wird kommen. Das ist doch schon mal schön. Und, das war nicht alles. Es sind insgesamt 4 neue Schiffe angekündigt. Und das ist ja mal, das ist, finde ich richtig gut, hätte ich nicht so erwartet. Was das ist, keine Ahnung, da haben sich noch nicht ausgelöst, es stand nur die Zahl im Raum, 4 neue Schiffe und man weiß halt jetzt über diese Python MK2.
Und ja, Zeitplan gab es auch noch nicht. Aber das Wichtige ist, dass was kommt, weil da kann man ja mit neuen Schiffen kann man immer was anfangen, oder? Also neue Explorer-Schiffe, auch wenn es Kampfschiffe sind, egal. Man kann mit jedem Schiff Explorer. Ja, also da bin ich mal echt drauf gespannt, weil die Python MK2, die will ich auf jeden Fall auch an. Aber naja, das in Anführungszeichen Gute ist, das dürfte noch ein gutes Stück dauern. Insofern haben wir auch die Chance, dass wir dann irgendwo ja, in potenzieller Nähe zur Bubbleton oder so, weil ja, spätestens dann sollte man gucken, dass wir zurück sind. So, mal ganz kurz noch hier. Na super. Eiswelt Neon. Biologisch 1. Okay, Neon. Geologisch. Ich muss mal gerade was gucken. Wasser, Magma. Irgendwo gab es doch. Mir könnte Timo. Nee, Moment, warte mal. Neon 1, Neon. So, wo ist es dann, weil ich angezeigt gerade habe? Hier, oder? Helium, das ist interessant. Helium und 1, das ist interessant. Das wollen wir uns angucken. Ich weiß gar nicht mehr, was es da gibt, aber ich habe mal das nur als Dings angelegt, als Regel. Ganz komplett vergessen. Wir gucken mal, was man aber ganz schnell auch noch mache. Ich will gerade was gucken. Ach, kohlenstoffbasierte vulkanische Aktivität. Okay. Atmosphärischem Neon Nebulus. Helium halten, Tela. Ach, Bakterium Tela war das dann, glaube ich. Helium. Ah, oh ja, Verata. Das Verata könnte das sein. Da war nämlich Wasservulkanismus. Ja, ich würde sagen, wir haben doch hier ein paar Dinge, die wir uns angucken wollen. Also, Moment. Hallo, ich schon mal raus. So, mich würde zum einen interessieren, wo ist es? Ja, biologisch 1, geologisch 2. Das wollte ich zuerst mal gucken. Und dann müssen wir zu dem B7. Allerdings sind das 47.000, aber naja, sehe ich mal das hier. Ja, genau. Dann nochmal zurück. Neue Schiffe. Dann haben wir zumindest mal einen Anhaltspunkt, wann wir wieder in die Bubble zurück müssen. Okay, gut, die wäre wahrscheinlich auch nicht alle Graf Emmo komme. Oh, das wird aber ein Problem. Naja, egal. Kann man irgendwie hin. Ja, auf jeden Fall, wenn neue Schiffe kommen, dann müssen wir eh wieder. Müssen nicht. Wir wollen dann Richtung Bubble. Weil das müssen wir uns wieder noch holen. Ist ja auch ganz klar. Aber das sind doch sehr schon mal gute Aussichten bei Update 19. Ja, ach Quatsch, Update 18, Schwamm drüber. Soll sie ihr Targoide-Geschichte mal fertig erzählen. Da hoffen wir vielleicht, dass das eine oder andere schöne Bugfix wieder dabei ist. Und mit 19 PowerPay, das wird dann interessant, einfach mal um zu wissen, was da abgeht. Also, ja, interessiere tut mich schon. Also zumindest mal höre, was so Sache ist. Und ja, eventuell hat das. Ja, okay, gut, ich meine, wenn man nochmal in die Bubble zurückkommt, dann gehört es doch zum guten Ton irgendwie, dass man Teile von der Daten zumindest in Tuluku abgibt. So ist es hier nicht. Genau, das waren die Neuigkeiten von Frontier und das ist doch nur. Das ist doch mal okay, würde ich sagen. Also, Elite ist scheinbar nicht tot. Die Server wäre nicht abgeschaltet. Ist gut zu wissen. Nee, ist gut zu wissen, dass auch ein bisschen was Neues kommt. Oder halt so vor allem
Schiffe und Bakterien. Bakterien ist nicht interessant. Genau, das ist halt auch, wie gesagt, die Schiffe finde ich ein total positives Zeichen, weil die sind halt, ja, da kann ja jeder was damit anfangen. Weil so das Targoide-Gedöns, wenn du lieber explorst oder halt nichts von dem Kram, wenn ich nur nicht auskennst oder das anhin machen willst, dann bringt ja das eigentlich nichts, weil ich von dem neuen Targoide-Gedöns, was da reinkommt, ist seit Update, keine Ahnung was, haben wir ja noch nie was gesehen. Okay, war auch nicht eine Bubble und interessiert mich auch nicht. Insofern muss ich ganz ehrlich sagen. Und insofern Powerplay zumindest interessant, aber Schiffe, da kann jeder was mit anfangen. Da ist schon immer Grund für, keine Ahnung, der eine flieht zum Chinese, der andere flieht nach Shinrad Hadesra, anderer kauft's, wo auch immer. Kann man immer Schiff ausrüsten. Ja, dann hoffe Leute wieder, was sie tun. Die eine wolle mit den neuen Schiffen dann zum Beagle Point fliehen. Die andere wolle gucken, wie das ich das in PvP mache oder in PvE. Das ist doch eine schöne Sache. Kann jeder wieder ein bisschen rumspielen. Coriolis kann wieder die Website updaten mit den Schiffen. Hat auch jeder was davon. Nee, das finde ich richtig gut. Ja, bleibt halt nur noch abzuwarten, wann sie kommen. Und ja, ich würde mal drauf tippen, dass die nicht zusammenkommen, die Schiffe. Vielleicht so, wenn sie 4 Stück angekündigt haben, wird es ja nahe liegen, dass so pro Quartal eins kommt. Das wäre doch okay, oder? Also okay, insofern wäre es halt nicht okay, weil dann müssten wir halt wirklich gucken. Ich kann mich ja nicht so lange der Bubble aufhalten, das geht doch nicht. Naja, muss mal eventuell im Carrier bis hinten da rumspringen. Okay, gut. Wir haben ja genug Geld für Tritium. Insofern, das kriegen wir irgendwie geregelt und noch sind wir ja auch gar nicht so weit. Und wenn ich dann irgendwo anders am Carrier bin, naja, zumindest können wir uns zeitlose, bis wir nochmal zur Bubble zurückfliehen. Also wir müssen uns jetzt nicht sputen. Das ist gut. Wir können ganz bequem unsere Tour fertig machen, die mal geplant dann als jetzt erst mal zum Great Annihilator, dann halt auftanke und dann weiter gucken. So, 1 Kilometer Höhe, fallend 0,5 G. Oh. Da unten ist was. Könnte das schon Bakterien sein? Das sind schon Bakterien. Ey, hier hast du überhaupt keine. Das ist so komisch weiß. Da hast du überhaupt keinen Ansatz, wann du. Wo der Boden ist. Wo der Boden ist. Das ist irgendwie. Als wenn du auf dem Zehner stehst. Ohne die Wasseroberfläche ist komplett glatt. Und du weißt nicht, wann du springen sollst. Oder wann du aufkommst. So, Bacterium Verata. Pfirsichfarben. Na gut, auf jeden Fall sieht man so gut. Moment, haben wir das Fahrwerk rausgefahren, haben wir. Hallo? So. Ja, perfekt. Ja, Verata, was war das nochmal? Wie teuer war das nochmal oder wie billig? Ja, egal. Auf jeden Fall haben wir es hier in dem Sektor bestimmt noch nicht. Nein, auf keinen Fall. Interessant. Also die haben wir nicht oft. 3,8 Millionen? Aha. Okay. Das ist ja gar nicht schlecht. Moderne Kunst. Ha. Cool. Ach, guck mal da oben, der Nebel. Nicht schlecht.
Sehr schön. Also, das hier ist Neonatmosphäre, gell? Moment, wir müssen mal ganz kurz im Codex nochmal nachgucken, was da steht. Moment, da habe ich mich verschätzt. Ich bin dabei wahrscheinlich ein bisschen zu vorsichtig, weil es sind doch nur 0,5G. Lass uns mal ganz kurz was gucken. Verrata. Ah, vulkanische Aktivität auf Wasserbasis. Aha. Und das ist ja hier gegeben. Hier, Vulkanismus, Wasser, Magma. Ist sehr schön. Das ist interessant. Okay. Neon und. Was klicke ich jetzt schon wieder? Neon und Wasservulkanismus. Oder generell, ich denke, Neon und Vulkanismus überhaupt. Das ist schon mal interessant. Die Bakterien in Formeln gibt es zwar mehr, aber bei 3,8 will ich mich schon nicht beschweren. Das ist nicht zu schlecht, würde ich sagen. Da lasse ich mich doch breitschlagen, öfter schon mal zu lande bei sowas. Ah, nimm mal da vorne die. Sehr schön, die Probe haben wir im Sack. So, machen wir ja auch noch ein Bild. Warte mal. Mach so. Mach so. Ja, auch gut. So, wunderbar. Katze, Katze, Wasserstufe, oh, da, die hat was vor. Ja, Mizi, gleich. Ja, lass uns nur kurz starten, Mizi. So, unser nächstes Ziel ist B7. So, da müssen wir jetzt eher schon mal ein bisschen weiter weg. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns noch gerne an, was wir da überhaupt für Bakterien haben. Aber ich muss jetzt hier erstmal die Katz rauslassen, das bietet sich gerade an. Deshalb machen wir hier kleiner Cut und wir sehen uns bei dem Planeten wieder, würde ich sagen. Bis gleich. So, da sind wir doch angekommen und hier ist ziemlich duster. Da weiß man gar nicht, was ist die Tagseite, was ist die Nachtseite. Ich glaube, die Tagseite ist die, in der man wenigstens ein bisschen was sieht. Ja, Heliumatmosphäre, Biosignale. Also wahrscheinlich Bakterien. Bin gespannt, was man da nochmal findet, weil aus irgendeinem Grund hatte ich mal Helium und Biosignale mal als Regel angelegt. Vielleicht auch einfach nur, weil es zu selten war und der Himmel schön ist. Aber da werden wir jetzt wahrscheinlich wenig dürfen haben, weil hier ist. Ja. Okay, gut. Ich glaube, links hier ist Nacht und rechts ist Tag. Oh mein Gott. Der hat auch wieder, ja, 0,5G. Da ist ein Krater.
Wo will man denn gerade? Müssen wir wahrscheinlich. Ja, ich glaube, wir könnte hier so einfach runter, mal gucken, wenn das reicht. Da mal wieder so ein bisschen hellere Oberfläche, im Krater ist es so dunkel, auch die Oberfläche. Okay, mal, wer ist es nicht? Was brauchst du? Hast du helle Bakterien, hast du dunkle Bakterien? Wahrscheinlich machen wir es falsch. Ja, wie könnte es anders sein? Ja, egal, das ist erstmal gut so. Ja, wahrscheinlich landen wir doch gerade in so einem Zwischenbereich von hell und dunkel. Ja, wahrscheinlich landen wir da, wo es gut ausschaut von der Oberfläche her. Also einfach nur gerade so hier runter. Dann sehen wir weiter. Ja, die Katze wollte raus. Das konnte ich dann ganz gut erledigen. Okay. Ah ja, da vorne ist der dunkle Bereich, aber mir fließe ich ja schon mal hier hin. 0,5G, da ein bisschen aufpassen, dass man nicht komplett aufschlagen mit vollem Tempo. Wir sehen Steine. Bringt uns das was? Oh, 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 da? Nee, nein. Ich muss mal ein bisschen höher. 70 Meter, keine Ahnung. Vielleicht bringt uns das nichts. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hey, hey, ist das düster hier? Gibt's so nicht. Oh, 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 da war eventuell was. Moment. Jo, da. Sieh nur deine schwarze Fleck. Bacterium Nebulus Gold. Ah ja, Moment, wo habe ich das jetzt gesehen? Wir landen einfach mal hier. Achso, man bräuchte eventuell ein Fahrwerk. Da landet sich in der Regel besser. Mit ausgefahrenem Fahrwerk, habe ich mal gehört. Bacterium Nebulus. Nebulus, schönes Spiel übrigens auf dem C64. Es hat Spaß gemacht, aber es war bockschwer. Schön kreisförmig. Oh, 5,2 Millionen Bacterium Nebulus Gold. Oh, also heute haben wir die außergewöhnliche Bakterie. Hier mir auf. Das ist ja cool. Auf jeden Fall hebe die sich dann auf der Weise schön ab. Das ist doch okay. Da kann man mitarbeiten. Moment, ich muss nur gerade ganz schnell.
Lieber so. Lieber ohne Licht. So. Und da vorne, da ist was. Oh, stehen wir direkt drauf. Eieieiei, das gibt wieder Anschiss. Was man da wieder für Probe mitbringe. Alles kaputt gedrückt. Ja, so, also ich bin sehr zufrieden. An zwei Bakterien gefunden. Zwei Bakterienarten, die man sonst nicht so finde. Und hier sogar was gebrungen haben finanziell. So kann man es doch haben, oder? Okay, noch haben wir es nicht im Sack, aber Moment, Moment, Moment. Jawohl, jawohl. Oh, guck mal, ganzer Haufen. Achtung, extrem niedrige Temperatur festgestellt. 20 km. Ja, das ist extrem niedrig. Da würde ich ihm sogar zustimmen. Sehr schön. Das war sehr gut. Okay. Gut, von der Atmosphäre sehen wir jetzt halt nicht so viel. Weil halt relativ dunkel, aber das ist doch egal. Ja, schöne Funde gemacht, finde ich sehr schön. Dann bleibt mir eigentlich nichts weiter, als euch eine schöne Restwoche zu wünschen und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.